Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind gerade am Livestream wie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntagabend ab 7:45 und da sind wir auf dieses nice Video gestoßen von Kavi Kylo. Der hat ein Video hochgeladen zu seiner 1550 Euro Porsche Pfeife. Das wollen wir uns mal angucken. Moin Moin Freunde, heute gibt es ein Video, ist interessant. Ich sag's direkt, ist cool, ich will dranbleiben, sag ich ganz ehrlich. Ihr wisst ganz... Man kennt's, wenn man sein Home Gym einfach nur als Schlauchhalter benutzt. Dafür kauft man sich eigentlich ein Home Gym. Ganz lange schon wieder her, dass ich mir eine Porsche Shisha gekauft habe, zusammen mit euch. Das ist sehr, sehr krass und das ist auch heftig und die hat 1550 Euro gekostet. Das heißt, ich habe bei mir eine Pfeife rumstehen, die 1550 Euro kostet. Habe sie auch in einem Video gezeigt, aber noch nie getestet. Ich habe euch nie gezeigt, wie die Pfeife ist, ob sie besser schmeckt, ob da mehr Rauch rauskommt, ob der durch... Alle diese Statements killen mich. Ich meine, ich verstehe es, ne? Er will ein bisschen Spannung aufbauen. Wie ist das? Aber ob die besser schmeckt, ob da mehr Rauch rauskommt, please, kill me. Freunde, wir werden alles herausfinden heute. Zusammen mit eurer Hilfe. Ich werde euch nochmal alles im Einzelteil zeigen. Und da will ich gar nicht rumfackeln. Ja, ich mach sonst schnell die Kohlen drauf. Ja doch, ich mach's schnell drauf. Sollte hier jetzt irgendein Shisha-YouTuber drauf reagieren, sei... How did you know? Like, how did you know? He knows. SWG, liebe Grüße. He really knows. Der weiß echt Bescheid. Hi? Auf jeden Fall an dich. Hallo. Ich bin halt nicht so im Game. Vielleicht ist es gar kein Video. Der macht das jetzt für uns gerade. Live so. Man denkt, das ist ein Video, das ist keins. Freunde, wir fangen oben an. Und zwar einmal das Teil hier. Er wird sich jetzt jeder fragen, die, was ist denn das für ein Driss? Habe ich mich auch am Anfang gefragt. Aber ist natürlich einfach nochmal dafür da, dass die Pfeife allgemein größer erscheint. Ja, bringt eigentlich mehr, wenn ich euch die erstmal überblicke. Nee, ich mache einzeln. Komm hier mal. aber das ist auch eher so ein kleiner Windschutz, werdet ihr gleich sehen, also allgemein Windschutz, damit halt mehr Hitze entsteht. Das hört sich irgendwie nach Alu an, oder? Das hört sich irgendwie nach Alu an. Auch heftig ist kein Edelstahl. Ja. Also es ist kein Edelstahl. Ist wirklich Alu, Alter. Kaufst du eine Pfeife für 1550 Euro, erstmal Alu-Windschutz. Perfekt, Digga, danke dir. Obwohl die Pfeife 1,5 kostet, das ist ziemlich Windschutz. Kommen wir jetzt zum größten Makel an dieser Pfeife und das meine ich todesernst und da wird jetzt jeder fast weinen und zwar, meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt... Ich weiß schon, was kommt. Das muss der Kopf sein. Du kannst nur den mitgelieferten Shit-Kopf nehmen. Bei einer Pfeife für 1500 Euro. Den Kopf. Bruder. Ja. Bruder. Das ist das Köpfchen. Ohne Scheiß, das ist eine 1500 Euro Pfeife. Und der Kopf sieht aus, als wäre der bei der Kiosk-Pfeife dabei gewesen. Es tut so weh. Ein Adapter, dass man jeden Kopf benutzen könnte und alles wäre gut. Man weiß gar nicht richtig, wie man den bauen soll. Ich habe da aber eine kleine Methode. Für einen Shisha-Liebhaber ist es nichts, aber was soll's, ne? Das ist halt der Kopf. Ist bisschen wack, ich bin ehrlich zu euch. Und dann haben wir hier nochmal so... Bisschen. Kleines bisschen. Metallplättchen. Das ist Gott sei Dank aus Edelstahl. Das heißt, im Prinzip kommt hier der Tabak rein. Ah gut, ist mal was aus Edelstahl dabei, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, wissen wir ja, wo die 1,5 hin sind. Das Metallplättchen hier oben drauf und da legst du dann halt einfach die Kohlen drauf und dann ne, macht das Sinn mit dem Windschutz. Aber ich sag euch ehrlich, ich find's ein bisschen wack, aber ist ja auch alles cool, ne? Ist ja Porsches Ding. Meiner Meinung nach... ich find's wack, aber ist ja Porsches Ding. No front, bro. Kommen wir meiner Meinung nach zum absoluten Herzstück. Was die Pfeife ausmacht und was sie einfach so schön... Rauchsäule-mäßig, oder was? Was ist die Rauchsäule? Das ist ein Oschi. Ich glaube, die Rauchsäule an sich wiegt alleine, ich glaube, 7,5 Kilo. Das ist eine Ansage. Jetzt fragt ihr euch, woher weißt du das? Ich weiß, die Pfeife wiegt 12 Kilo und das Ding muss mindestens 7 Kilo wiegen. Ja, also es ist ein richtiger Oschi. Das ist ein Totschläger. Und jetzt mache ich mal im Allgemeinen weiter. Und zwar haben wir jetzt hier einmal... Boah, das ist auch schwer. Die Base und die Bowl. Was ist wichtig zu... Also wenn man die so einzeln sieht, sieht das auch irgendwie sehr billig aus. Mit der Rauchsäule sah das eigentlich immer ziemlich cool aus, aber so einfach so ist irgendwie nicht so, oder? Wir wissen bei der Base und bei der Bowl, wir haben hier ein ganz normales Entlüftungssystem, also wo man Rauch rauspusten kann. Und jetzt zur Bowl, Freunde. Die Bowl ist fucking insane, die ist unbelievable. Wir haben ein sehr, sehr großes Bowl-Volumen. Viel Wasser kommt nicht ran. Wir haben ein Tauchrohr mit integrierten Diffuser. Muss man gucken, ob man das feiert. Also ihr könnt den Diffuser nicht wegmachen. Aber ich sage auch ehrlich, fürs Rauchverhalten ist es echt nice, weil es halt echt schön ruhig ist. Jetzt aber zur Bowl, Freunde. Wenn man so die Bowl anguckt, ich weiß es nicht, wie es in der Cam rüberkommt, ist die mäßig matt schwarz. Ja. Ist sie auch. Hält ihr sie ins Licht? So wie ich. Ich sehe sie gerade lila. Grün oder was? Und das zeigt es, weil es super ist. Sieht man das? Ah ja, wild. Digga, komplett. Ach du Scheiße. Scheiße, okay. Ne, normalerweise, Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, normalerweise seht ihr die jetzt komplett lila. Also Real Talk, full lila. Und so aber sieht es sieht ein bisschen anders aus. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es voll auf die Cam passt. Also ich war mal am Frankfurter Airport im Porsche Design Store, wegen dieser Pfeife.
kann mir da sonst nichts kaufen. Kapper. Aber die Pfeife habe ich mir da mal angeguckt, aber als ich den Kopf gesehen habe, war halt schon vorbei, ne? War halt einfach schon vorbei. So sieht eine 1.500-Euro-Shisha aus. Das war die Shisha, das war der Kopf. Schlauch kann ich euch auch gleich noch zeigen. Jetzt kommen wir zum Kopfbau. Und der Kopfbau ist wirklich, der ist... weiß ich nicht, Digga, der ist... So, wie gesagt, das hier ist der Kopf, den könnt ihr auch nicht ändern bei der Pfeife, ja. Das heißt, der ist dabei, den könnt ihr da keinen anderen reintun. Das ist das Köpfchen, was dabei ist. Viele würden es jetzt so machen, einfach Tabak reinhauen, ganz normal. Ich mache es allerdings ein bisschen auf Funnel angelehnt. Das hatte ich mir überlegt und das klappt auch besser. Ja, guck, bei diesen vier kleinen Löchern, sagen wir es einfach, wie es ist, da geht ja auch nichts durch an Luft, oder? Also wenn du da jetzt noch Tabak drüber packst, das ist ja sofort dicht, das Ding, oder? Muss man ja so bauen, wie er es jetzt vorhat. Kopfadapter selber bauen und normalen Kopf nutzen. Aber das ist doch nicht der Sinn der Sache bei einer Pfeife, die du für 1.500 Euro kaufst, dann noch irgendwie so ein Heckmeck daheim machen zu müssen, um dir dann einen Kopfadapter zu bauen, der da drauf passt. Oder? Also, ich meine, ja klar, funktioniert, geht bestimmt. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache, wenn du dir für 1.500 Euro eine Pfeife kaufst. Und zwar legt ihr nicht alles wahllos einfach drauf, sondern ihr baut einfach um die Löcher rum. Das heißt, die Löcher bleiben frei, was den Durchzug übrigens verbessert auch. Und ja, es ist halt einfach von Raufhalten besser und ganz wichtig, wirklich ganz, 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 ganz wichtig, man darf das Ding nicht zu hoch bauen. Und da kann mir keiner was sagen, weil jetzt wahrscheinlich keiner von euch die Pfeife haben wird. Overpack, Overpack, Overpack. Mal so ein kleines Vollkontakt. Aber vertraut mir da, man darf das Ding nicht zu hoch bauen, weil sonst schmeckt es wirklich instant verbrannt und das ist super wack, weil durch dieses Plättchen kommt trotzdem so viel Hitze durch, dass man den echt ziemlich niedrig bauen muss. Aber dann könnt ihr auch auf Attacke, ne? Also dann ist Attacke, dann könnt ihr auch gut die drei Kohlen easy da drauflegen. Das hier ist das Endergebnis. Ich weiß, viele werden sich jetzt denken, Digga, what the fuck, was machst du da? Das ist zu tief, das ist scheiße gebaut, aber glaubt mir, das ist wirklich, Real Talk, die beste Lösung, wie man so einen Kopf bauen kann, wenn du die Löcher zumachst. Ist halt einfach schade, dass du da beim Kopfbau dann so ein Heckmeck machen musst, damit das wirklich noch irgendwie läuft, ne? Das kann einfach nicht Sinn der Sache sein, wenn du eine Pfeife für 1.500 Euro kaufst. Kann es einfach nicht sein. Porsche, ich bin gerne bereit, die Pfeife zu testen, wenn ihr da einen neuen Prototyp habt oder so. Dann kommt das Plättchen hier oben drauf und da legst du dann die Kohlen drauf. Es ist ein bisschen wack gelöst von Porsche. Da geht auf jeden Fall auch nochmal kein Kuss und Gruß raus. Porsche ein bisschen cringe. Tabak auch muss man super viel reintun, damit das Ding voll ist. Und jetzt warten wir auf die Kohlen, meine Damen. Kohle Nummer 1. Ist ja auch ohne Teller und so, also ich weiß ja nicht, das sieht schon sehr nach Brandloch aus, würde ich sagen, oder? Und ihr müsst euch gehen, wie ich das normalerweise gemacht habe. Normalerweise habe ich jetzt tatsächlich eine Kohle einfach noch hier oben drauf gelegt. So, ihr seht, ich habe jetzt erstmal zwei Dinger drauf. Ich mache gleich den Windschutz noch drauf und dann eventuell noch eine dritte. Lasst den Kopf jetzt erstmal ein bisschen warm werden und gehe in der Zeit auf Klo. Und das ist jetzt der erste Zug nach ein paar Minütchen. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Aber ich glaube nichts. Also Real Talk, wisst ihr, wie viele... Der war gut. Der war nicht schlecht. Den habe ich gefühlt. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Ich glaube nichts. Perfekt, Digga. Jetzt rauskommen wird. Da kommt jetzt so... Ach so, witzig. 21, 30, Flutlicht, 3 Grad, Handschuhe an, Fußballtraining, nasser Platz, Besprechung. Er malt das Bild. Er malt das Bild. Verstehe. So viel Rauch kommt da jetzt. Direkt die dritte Kohle drauf, sonst geht das hier völlig nach hinten los. Ach du Scheiße, was war das denn, Digga? Okay, das Projekt ging jetzt kurz nach hinten los, aber vertraut mir, Leute, es liegt wirklich, ich sag's euch ehrlich, es liegt nicht daran, wie viel Tabak ich drin habe. Kein Scherz, das ist die Pfeife, ich schwör's euch. Noch schnell zum Schlauch, den Schlauch solltet ihr eigentlich kennen, ist der Lederschlauch. Den liefern die mit, ist cool auf jeden Fall. Ehre, Digga, für 1,5 sogar Schlauch dabei. Da soll ein Diffusor dran sein? Was macht der genau? Hä? Ist der dran? Ja? Was soll... Also, Real Talk, was... Also, da wird doch keiner... Also, wenn du das jetzt hörst und siehst, wie das da hin und her flackt, da wird doch keiner denken, da ist ein Diffusor dran, oder? Also, wird doch keiner... Keiner würde das sagen. Jetzt kommt wirklich nur ein ganz klein bisschen was. Vergleich das mal mit einem Funnel. Vergleich das mal, wenn ihr mit einem Kalau drauf. Ey, das ist jetzt der 4., 5. Zug und hier kommt ein Dünnpfiff raus, ja? Und es ist kein dichter Rauch. Wisst ihr, es ist kein Rauch. Es ist von Volumen her okay, weil es auch ein großes Volumen hat. Und man zieht viel und es ist auch ein guter Durchzug. Aber rein vom, also der Rauch ist... Weiß nicht, Digi. Geschmacktechnisch nicht gleichzusetzen mit dem Funnel. Also das, ja. Ja,
hätten die einfach einen Kopfadapter noch mitgesendet. Einfach noch ein normaler Kopfadapter dabei. Dann wäre das ja alles halb so schlimm gewesen, wenn der Standardkopf von denen wack ist. Aber es wird noch ein bisschen besser, oder? Kommt so ein bisschen Rauch, ne? Ansonsten... Dann stellt euch mal vor, du hast diese Pfeife, du gibst 1500 Euro aus, die kommen zu dir nach Hause, du bist richtig hyped, die zu rauchen, so richtig hyped. Und dann passiert sowas. Okay. Ich meine, mein Kopf ist ja jetzt schon komplett am Ende, ne? Aber der raucht ja immer noch dreimal krasser als da, das Ding da. Also, rein rauchtechnisch ist das... Real Talk jetzt, das Beste, was ich bisher hatte. Und das meine ich ernst. Bisher kam noch nie so viel Rauch, der auch gut geschmeckt hat. Also, wenn das Teil ordentlich gebarzt hat und viel Rauch kam, dann lag es daran, dass ich viel Tabak reingemacht habe und das Ding richtig heiß oben war. Dann hat es aber nicht so nice geschmeckt. Jetzt ist es so, es schmeckt einigermaßen. Ich sage euch ehrlich, geschmackstechnisch kommen wir da nicht ansatzweise auf ein Level von einem Funnel oder so. Schade eigentlich. Schade eigentlich, ja. Aber rein rauchtechnisch, klar, kommt schon was raus, aber kann man jetzt nicht. Ich dachte, es wäre schlimmer, ich bin ehrlich. Aber ich hätte es auch noch schlimmer erwartet, aber es ist halt, also nee. Wir haben ja eine Pfeife für 1500 Euro. Das ist völlig verrückt und die kriegt allein für 100 Euro oder allein für 50 Euro nicht mal ein Setup, wo es viel mehr barz, wo es viel intensiver schmeckt und wo es einfach mehr Spaß macht. Klar, es ist cool. Super cool, so eine Pfeife zu haben. Riesen Oschi, sieht geil aus, ist geil, aber bringt dann auch irgendwie nichts, ne? Schmeckt schon ein bisschen kohlisch. Kohlisch. Man kennt's. Oh ja. Boah. Jetzt wird's echt ein bisschen kritisch. Porsche-Pfeife, cool, sieht cool aus, gute Qualität, geiles Design, alles cool. Braucht man sie. Wenn da einfach ein anderer Kopf dabei wäre, einfach ein anderer Kopf, dann wäre es, es wäre einfach ein Gamechanger. Nee, Digga, habe ich sie trotzdem. Ja, also ich würde keinem, wirklich keinem von euch empfehlen, das Ding zu holen, es sei denn, ihr liebt Shisha-Rauchen, ihr seid reich oder sonst was. Ich bin nicht reich, ich habe sie aber zum Gebrauchen, zum Rauchen ist sie nichts. Also bringt nichts, das Teil, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die 1500 Euro Porsche-Pfeife. Falls ja, lasst ein Däumchen da, falls nicht, wieder schauen, reingehauen, ja, total. Ist irgendwie ernüchternd, oder? So eine teure Pfeife und dann bringt das Ding nichts. Scheiße.